Ja, einen wunderschönen guten Tag zu wünschen hier bei Kena auf der PlayStation 5, bei diesem wunderbaren Spielchen. Genau, wo in Entwicklern nicht weiß, wer das ist. Und jetzt geht es da oben weiter und es ist düster geworden. Es ist, ja, ich weiß ja nicht, was da los ist. Wir werden es gleich sehen. Irgendwas passt dem Spielchen da nicht und wir haben Gegner. Wir haben. Was ist mit dem? Hey, was ist das für geschraubt? Au! Hey, das sind Selbstmordattentäter! Das sind Selbstmordattentäter! Und? Ah, den kennen wir schon. Da wissen wir schon, was wir zum Tor haben. Da wissen wir schon. Bam, so wird's gemacht. Habt's gegen einen Dreier? Ein Dreier war das, ein Dreierzerstörer. Allerdings war jetzt langsam. Allerdings war jetzt zu langsam. Aber. Boah! Und jetzt rein da Vollgas. Genau, wenn man weiß, wie man denen her wird, geht das eh. Aber das sind Selbstmordattentäter. Au! Und ich mittendrin, ja. Und ich mittendrin. Ja, aber da ist ordentlich was los. Vierten Gruppenesner. Na und die Killer hummen natürlich auch wieder dabei da. Drecksviecher. Entschuldigung, aber wirklich, der Gängermeister. Oh, was von, sowas von auf die Eier, ja. So ungute Viecher. So. Bam. Oh, hey. Was war das bitte für Angriff? So, komm, einer noch, komm bitte. Da ist er echt auch unverstörbar. Muss ich nur mal. Ach, Moment. So geht's auch. Nein, so geht's nicht. Dann machen wir's so. Hey, komm, jetzt reicht's dann aber wirklich. Es ist unvorstellbar. So. Dann haben wir die. Jetzt kommen die lustigen Damen. Machen wir gleich. Ich spüre schon wieder. Es geht genau so weiter, wie es aufgehört hat beim letzten Mal. So kann ich da wenigstens einen Schutz suchen. Sogar da gehen uns vorbei. Es gut, dann machen wir den so. Oh. Ja, oh, mit der, aber die aufgeladenen Schüsse, die sind schon super. Die machen schon was her. So, dann sagen wir das alles da mal. So, was haben wir da? Rot verwenden. Was ist da los? Was wird da gespült? Was geschieht da? Objekt, okay. Die können wir das jetzt wohin stellen? Was will ich denn? Ah, okay, was ist da? Was ist da? Ach so, Moment. Rot verwenden. Und das. Muss ich das. Nein, ist das. Das ist nicht gleich hoch. Nächstes Rätsel. Nächstes Rätsel. Na, aufbringen die das da nicht. Komm ich eigentlich. Kann ich so hoch rauf? Kann ich, da komm ich ja gar nicht rauf. Und so auch nicht. Okay, warte, lass mich mal nachdenken. Lass einen alten Mauer mal nachdenken. Das erste Mal geht das alles schon ein bisschen langsamer bei mir. Und ich weiß nicht. Was soll ich da machen? Da muss ich. Könnte der eigentlich auch mit mir marschieren? Ja, freilich. Ich komme vor wie der Kaiser von China. Auf der Sänften, ja. Da mit der Sänften wie getragen, besser gesagt. Bringt mir aber auch nichts, schaut einfach nur geil aus, aber bringt mir nichts. Ja und jetzt? Was? Die kommen doch da nicht. Nein, das wusste ich, dass das. Hä? Wie soll ich denn da. Da kommen nicht. Wie weit können die das tragen? Kennt ihr es? Ja, die kommen wieder da nicht runter. Bis daher kommen sie. Ja, aber was bringt mir das? Ah, ich weiß schon. Ich bin so dämlich. Ich weiß schon, wie es geht. Ich weiß schon, wie es geht. Abstellen mal. Warte. Man muss immer ein Stück weg gehen, dass die aktiviert werden da. Hallo? So jetzt. Ihr sollt es anstellen. Ja, gut, die sollen es auch anstellen. Alle sollen es anstellen. So. Und die auch. Nein, so jetzt. Ja, genau. Jetzt haben sie die angestellt. Nein, ich soll es anstellen. Nein, okay, der bleibt, das ist wurscht. Eigentlich sehr wurscht. So, und jetzt komme ich von da rauf, oder? Genau, und jetzt können sie mich tragen. Und das war schon richtig mit dem Tragen, während ich oben stehe. Das war schon richtig. Also, okay, dann passt das eh. Und jetzt komme ich rauf. Seht's? Okay, warte, so kompliziert. Ich denke immer so kompliziert. Ich hab jetzt geglaubt, ich muss den einen, die eine Tonne da rauf bringen, oder die zwei da oben. Dabei, ja. Ist wurscht. Gut, dann haben wir das auch.
Ich bin in der Scheune eigentlich, gell? Aber leider Gottes, und ich habe es mir gedacht, gibt es hier keine Tiere mehr, ja? Weil die sind alle verrottet, ja? Die sind nicht verrottet im Sinne von verrottet, sondern verrottet. Weil da Verrottungen sind, ja? Gut, ah ja, ich traue mich nicht runterspringen, dann bricht mir wieder irgendwas. Au weh, wieder umbeckelt mit den Haxen. Vierbegobmesen, genau. Au weh, wieder Sprunggelenk, super. Achillessehne gerissen, hat seinen Schnäuzer gemacht, Vierbegobmesen. So, dann gehen wir ein bisschen wieder auf Expedition. Schauen wir da, ob wir da was finden tun. Alles versifft, alles ausschauen tut es überall. Wir, so gleich aus. Na super, das auch noch. Dann machen wir den Kampf einmal. Ah, okay, dann machen wir es so. Nein, nicht Pfeil und Bogen, so ist es machen. So, da, ich verstehe es manchmal nicht. Aber die Selbstmord hatten die da, die können da zunutze machen. Ich kann? Ja, jetzt, das geht ab und zu nur. Das ist so komisch. Ich will. Ach Gott, nein. Das ist. Ein Bearing kann überhaupt nicht mehr. Nein, es ist unverstellbar. Komm, Barry. Die kommen auch immer wieder. Nein, ist wurscht. Das ist, ich weiß es. Ich komm eh heiner. So, ich weiß es, ich kann es viel besser. Ich kann's ja. So, jetzt reicht's da mit euch. Du, von dir geht das aus! Von dem blöden Ding geht das aus! Da! Oder? Ach so, ein seganter Teufel! Von dem Baum ist das ausgegangen, oder die Wurzel, was da hinten ist. Aber ich brauche ja nicht Chess spielen, das ist. Schau, es erwartet ja niemand. Es erwartet niemand, dass ich das Spiel schön spiele. Ja? Die Leute wollen einfach Progress. Die Leute wollen sehen, was passiert als nächstes, wie geht der Scheiß aus. Ja, das wollen sehen, die Leute. Ob ich das jetzt schön mache oder bitte, das, sagen wir es ehrlich, wem interessiert das? Ja? Und das ist genauso mit dem ja, One-Hit-Kill und das Spiel durchspielen, ohne einmal getroffen zu werden und so weiter und so fort. Was reden Ritter? Jetzt haben Boss auch noch. Ich würde sagen, das interessiert ja niemand. Das interessiert ja niemand. Ob ich das Spiel da ohne getroffen zu werden durchspürt, was, wer will denn das schon sehen? Au, voll durchbohrt worden. So, gut, jetzt kann ich es endlich einmal, ja, jetzt funktioniert es. Weil es geht schon was weiter, wenn ich den Schlag mache, den genau. Und weil ich den immer wieder wiederhole, seht, da geht dann was weiter. Nur geht es halt nicht immer. Rebenritter. Ein Rebenritter, ja. Ein Weinrebenritter. Kriegt man da einen guten Vino? In Vino wäre das. So. Wir haben weg gleich. Und ich sag, die Bosse sind leicht. Die Bosse sind nicht das Problem. Aber die bläden manchmal anderen, die normalen Gegner. Die mag ich nicht. Ich hasse so viel. So. Ich tue mich da nur mal kurz aufheben. Also wie gesagt, die Leute wollen das eh nicht. Die Leute wollen das nicht, dass sie da zuschauen, dass der One-Hit alle und nicht getroffen wird. Da bist du ja selber fertig. Also ich habe mir sowas nicht da. Ich bin eh schon genug fertig, wenn ich so denke, wie ich spiele. Ne? Da brauche ich nicht an so super Game auch noch zuschauen. Ne? Bin ich nur mehr dann deppri. So, jetzt gefällt mir schon besser da ein bisschen. Gut, soviel zu dem Thema. Ja, nein, aber so ist es auch nicht natürlich. Ich meine, man kann sich schon ein bisschen was anschauen und so, aber für mich war es nichts, ne? Weil ich bin der beste Spieler bei Weitem nicht, ne? Ich will euch eigentlich nur unterhalten, ja? Das ist mein Ziel, ja? I love it to entertain you, ja? Das ist mein Ziel, ja? Aber so für die Super Gamer, das ist nichts für mich. Und darum schauen wir es auch nicht an, weil ich genau eben wie gesagt, ja. Weißt du Bescheid? Okay,
So, was ist da? Da ist ja auch was versteckt hinter, oder? Hinter den Dinger da. Es ist ja, da ist ja auch was. Und sonst ist ja das nicht, oder? Was ist da jetzt wieder? Wieso? Wieso? Ah, okay. Moment. Na und? Was war das? Ah, okay. Okay, alles klar. Jetzt kann ich das dort hin. Ja, aber jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Das hätte man vorher zunutze machen können, oder? Hätte man das wahrscheinlich vorher zunutze machen können, oder? So, ich tue mal kurz da am... Ich schaue mal kurz am Feld da. Wenn man das schaut, das ist schon super. Da kann man die ganzen Pflanzen, schaut, siehst du? Das ist super, gell? Die kann man da, durch das, dass der aus Wasser auch besteht, ja, zumindest glaube ich das, kann man die ganzen, ja, siehst du? Und es bringt rein gar nichts, gell? Das ist auch super, gell? Weil es gar nichts bringt. Also nur für den Hugo. Aber es schaut einfach geil aus, ne? Und da machen wir es einfach auch, ne? Achievement kriege ich auch keins dafür. Genau, darum schicken wir jetzt wieder weg den Vogel. Gut, ja, wir haben da, was ist das eigentlich, was sind das für... Ah, okay, oh ja, die fressen doch das irgendwie. Oder bringt das doch was? Ich weiß nicht, die fressen das, oder? Ja, gut, haben wir das auch gesehen. Wieder angestellt wie der erste Mensch, ich sage euch das, ne? So, da haben wir noch was. Das ist ein Wahnsinn. Aber das Spiel selber ist super. Also wirklich, schon lange kein so schönes Spiel mehr gesehen wie dieses. Und ich habe jetzt einiges gespielt in letzter Zeit. So, da ist auch noch was. Moment, das habe ich auch. Habe ich auch noch nicht. Wo kann man da... Ah, Moment. Kann ich da wo? Komm ich da wo hin? Komm. Kann ich da... Ist da... Sag bloß da... Bin ich da in einem Secret-Bereich? Bin ich da in einem Secret-Bereich? Nein, da habe ich ja, freilich. Schaut's, ich bin gut. Ich kann was machen. Ja, da ist er. Da ist wieder ein Rott. Ich habe wieder einen Rott gefunden, aber nur durch Zufall. Nur durch Zufall, das hätte ich sonst. 58,25. Das habe ich jetzt wirklich nur zufällig. Auf das hätte ich nämlich nicht geglaubt. Dass ich da. Nein, also da wiederum. Und das wiederum, das beherrsche ich. Das kann ich. Das ist eben, das ist Alter. Und ja, der Fuchs in mir, wisst ihr, so richtig, der Fuchs, ja. Der Intelligenzler, ja. Weißt du, wenn es um schnelle Dings, schnell sein und so dann kombinieren, ja, da bin ich schon einfach da zahlt, ja. Das ist nichts mehr so. Aber solche Sachen, weißt du, wo es wirklich ausgeklügelte, knifflige Sachen da bin, das ist mein Metier. Das ist einfach mein Metier. Da bin ich gut, da kehre ich hin. So, dann passt. Wollte ich unbedingt auch noch einmal gesagt haben. So, dann da in der Nische, da in der Ecke ist eh nichts mehr. Komm, da sind wir eh, von da sind wir gekommen. Passt. Dann ja. Ja, dann reden wir mal mit dir. This is where we built our ox. He started as a simple concept. A way for us to work the fields and improve our crops. Ja, super, ne? So much more. It's no surprise the dearest spirit has latched onto him. This is where we built our ox. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. But he became so much more. It's no surprise the dearest spirit has latched onto him. Okay, na interessante. Ach Gott, ich hab. Ja, passt, bla bla bla, ist schon gut, mein Schall. So, dann haben wir das da erledigt und jetzt können wir da hergehen wieder. Und ja, schau noch, gibt es da auch noch irgendwo einen zweiten Weg? Na, dann gehen wir da raus. Wird der schnellste sein. Genau, da ist da ein Warp-Punkt. Genau, haben wir schon aktiviert. Ja, mittlerweile schon drauf gekommen. Aha, okay, da ist noch ein Schreinchen. Gut, dann hast du es für mich. Da muss ich nochmal kurz diesen hier aktivieren. So, komm. So, bitte. Mir folgen. Folgen Sie mir unauffällig und überholen Sie mich. Denn wir haben da was zum Bereinigen. So.
Wo sind wir? Wo sind wir? Da. Da sind wir daheim. Bam! Entschuldigung, ich bin am Mikro angekommen. Sorry. So. Okay. Ja, mein Gott, der Rott war mir lieber gewesen. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? So, jetzt sind wir quasi eine Runde gegangen. Genau, und da sind wir jetzt. Moment. Waren wir dort eh? Nein, da waren wir noch nicht. Dort war ich noch nicht, oder? Da. Genau, da waren wir oben, da haben wir den Rott gefunden. Aber dort war ich noch nicht. Da mag ich noch schnell hinschauen. Da muss ich noch hin. Da muss ich hin. Da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. So, na gut, unbedingt. Na, ohne Spaß, da muss ich hin. Da müssen wir da noch mal her, bevor ich da raufgehe. Ah, eine Kiste. Da ist eine Kiste. Die habe ich auch nicht gesehen unter der Brücke. Schaut's. Das habe ich auch in irgendeinem Bad einmal gesagt. Das war prädestiniert für eine Kiste unter der Brücke. Na, und schaut, da ist wirklich eine. Nur was eine andere Brücke. Das letzte Mal. Und wieder Rotterl, oder? Wieder Rotti. Na, ist unvorstellbar. Ich werde nicht alle finden hier am Let's Play. Den Rest hole ich mir dann off-record. Aber einiges passiert schon. Ein bisschen was schon. Ein bisschen an Fortschritt haben wir schon. Nicht viel, aber ein bisschen was haben wir schon. Gut, dann muss ich da jetzt nur mehr, aber da muss ich oben stehen bleiben. Moment. Wie war das? Da muss ich so. Genau, und dann springen wir da auf. Das hat eh passt. So. Genau. Und jetzt gehe ich aber mit ihm um bis dorthin. Da bin ich auch das letzte Mal. Da sind wir zum Stall um. Und jetzt springen wir da. Und. Oh, schwupp. Und rauf. Super, oder? Genau. Weil da brauchen wir noch nicht. Das heißt nicht, das heißt noch lange nicht, dass da auch was ist, aber. Es ist was da. Wunderbarst, noch eine Kiste und noch ein Rott. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, oder? Da sagt es nichts mehr, Leute. 60. 60 von 65. Da sagt es nichts mehr, Leute. So, wir haben 17 Minuten. So, dann. Jetzt kann ich gar nicht ins Wasser rein. Jetzt kann mir gar nichts mehr passieren, oder? Allerdings komme ich da raus, ja. Weiß ich wurscht, ja. Schwimmen da vier bis zum Brückerl. Ich hoffe, da komme ich raus. Und ich bin nicht gefangen hier herunten. Nein, ich komme nicht raus von da. Ich komme nicht raus. Ich bin gefangen im Wasser. Ich komme nicht mehr weg. Was soll ich machen? Ich komme nicht mehr raus. Okay, ich muss abbrechen. Das Spiel ist vorbei. Ah, war Spaß, davon geht's eh. Aber ich bin im Endeffekt nicht dort, wo ich will. Irgendwas pulsiert? Irgendwas pulsiert da? Irgendwas pulsiert da? Ich habe keine Ahnung, was da pulsiert. Ah, das pulsiert. Ja, und für was ist das? Ist das da? Bringt das was? Ist ja nur, dass ich da... Ist da? War da was? Da waren wir ja eh schon, oder? Waren wir da schon? Ja, nein, das war das herunten. Okay, da habe ich da quasi die Ding da noch frei gemacht da. Ah, und aber da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Schau, nur eine. Nur Kisten. Also jetzt ist. Okay, das ist jetzt ein Scham, oder? Das dürfte ein Scham sein. Heilung. Heilung. Warte, da schaue ich gleich noch. Heilung, da schauen wir aber gleich. Da schauen wir gleich. So, das habe ich eh alles ausgerüstet. Heilung. Das, was war das? Schildenergie bei Parade vollständig wiederhergestellt. Wieso habe ich das nicht aktiviert? Okay, das will ich nicht. Und das ist das Neue. Heilung. Erhalte eine kleine Menge Gesundheit, wenn du Mut sammelst. Okay, na, nehmen wir aber auch gleich mit. Nehmen wir alles mit. Das nicht. Aber, oh ja, na, sobald es frei. Freischalte. Aber freischalten muss ich schon, oder? Aber dann kann ich es wieder anlegen, oder? Ich schalte es einmal frei. Aber ich lege es wieder an. Genau. Also jetzt. Ja, es ist abgelegt. Weil ich erlitt einen Schaden stark erhöht, das muss ich nicht haben unbedingt. Und das ist ein bisschen komisch, weil das sieht man jetzt nicht. Ausrüsten. Also das ist. Ah, oh, ich bin so dämlich.
Das ist. Ach so! Ah, man kann immer nur eins ausrüsten. Man kann immer nur eines ausrüsten. Okay, ich hab mir gedacht, man kann. Oh, das sind dann alle. Na gut, da muss ich mir's gut überlegen, was ich. Schauen, du stabst es nach der Verwendung einer Gesundheitsblume. Schildenergie bei Paradevorstellung wiederhergestellt. Erhalte eine kleine Menge Gesundheit, wenn du Mut sammelst, und Schaden des Stabs ist für 8 Sekunden nach dem Sammeln von Mut mäßig erhöht. Ich lasse das einmal. Okay, ach Gott, das habe ich nicht gewusst. Ich habe geglaubt, da kann man alle, das sind alle Perks dann, alle passiv dann auf einmal automatisch. Okay, wurscht. Dann, okay, wissen wir das auch. Wissen wir das auch? Und sonst ist da eh nichts, oder? Ist da? Aber was ist mit dem Stor? Moment, das ist ja auch noch. Da ist ja auch was. Da ist ja auch noch irgendwas. War da, ist da was, was und? No, ach so. War das vorher schon da? Nee, was weiß ich. Das war, oder war das dort? War das Ding da drin? Ja. Ich habe jetzt gerade aufgepasst. Ist die vorher schon da gestanden, das Fassel da? Okay, gut, dann haben wir die Nische da auch noch gesehen. Also ist schon einiges aufgedeckt worden schon bis jetzt. Jetzt haben wir eigentlich den Bereich da grob auch schon. Das haben wir alles. Da waren wir. Aber ja, jetzt fehlt uns da der obere Bereich da noch alles. Aber dann haben wir schon einmal einen Großteil erledigt. Wir gehen jetzt einmal jedenfalls dafür, wo wir hin müssen. Schauen wir mal, was passiert, und dann werde ich schon langsam den Part dann beenden. Genau, so wird es gemacht. Weil das ist der Deckel da wieder. Die ist ja nirgendwo und überall. Überall und nirgendwo. The heart is weakened. Let's clear this corruption off him. Ja, achso, muss ich. Ah, okay, geht eh schon. Geht eh schon. Dann machen wir das gleich. Jetzt geht's. Bam! So. Und jetzt muss ich am wahrscheinlich. Machen wir mal so und so. Oh, was? Ja, das ist jetzt der Ochse. Adiras Liebe, Trophäe erhalten. Ist das ein Kampf? Weil dann hätte ich dich am besten nicht befreit. Entschuldigung. Oh. Oh, bist du böse? Easy there, old friend. I'm happy to see you too. Ah, ganz lieber, ganz lieber. This is Kana. She's here to help Adira. He may look rough, but deep down, he's a sweetheart. I mean, Glocker Lamour. Das ist das Glück und jetzt sind wir. Cool. So, jetzt haben wir eigentlich dort alles gemacht, ne? Schon, oder? Time has turned most of our work to dust, but Rufus here is still chugging along. Let's go find another relic. Entdecktes Relikt, Ochse, genau. Adiras Angst, Suche in der Schmiede. Nach Adiras zweiten Relikt. Ah, die Sucherei. Oh, okay, das bringt uns gleich einmal, waren das zwei oder drei Rots automatisch. Super Sache. So, dann reden wir da nochmal. We spent our lives shaping these fields, creating something truly amazing. Broke my heart to leave this place. He may look rough, but deep down he's a sweetheart. Adira and I built him together. Ja, sowas haben wir schon gelesen. We spent our lives shaping these fields. Ja, okay. Jetzt wiederholt es sich. Okidoki, dann messen wir da jetzt her. Genau. Adira, okay. Das ist eh da. Ist es das? Ist es das, wo wir nicht weiter konnten? Ich weiß jetzt gar nicht. Nein, ist ja wurscht. Wir messen da sowieso das Ganze, den ganzen Bereich da oben abklappern. Dann werden wir gleich das einmal über. Oder soll ich da den Weg da mal so machen?
Oder soll ich da gleich herschauen? Ah, Fragen über Fragen. Aber das werden wir dann das nächste Mal klären und schauen, wie wir das am. Warte, was ist da jetzt denn? Ah, Eingang zur Schmiede? Ah, okay, das ist schon die Aufgabe wahrscheinlich, ne? Suche in der Schmiede. Ja, okay, alles klar. Da muss ich eh hin. Also da muss ich hin. Ich könnte mal da raufschauen oder daher. Ist wurscht, ich schaue mal daher. Ich schaue mal daher. So werden wir es machen, wie es das Spiel verlangt. Aber das nächste Mal erst. Genau, beim. Ich meine, 25 Minuten haben wir halt ein bisschen. Hier, ich gehe tue ich noch. Hier gehe tue ich noch schnell. Moment, gehe richtig, ja. Hier gehe tue ich noch schnell. Das ist so komisch, irgendwie. Na, wurscht. Gut, ja, es läuft. Es läuft bei der Hose raus, es läuft bei der Hose raus. Und das auch nicht zu wenig. Gut. Okay, ich kehr da auf, so schräg da. Ich glaube, das ist jetzt eh der Bereich, wo die riesige Dings da, die Kugel da vorgelegen ist, wo wir nicht weiter konnten. War das der Bereich, wo wir jetzt hin müssen? Es könnte sein. Was ist das war? Ich gehe schon wieder der Kirche ums Kreuz, oder? Na, Freile. Ich gehe schon wieder der Kirche ums Kreuz. Was ist erst da wieder? Mein Gott, nein. Ich sag das. Hätte ich gleich von der anderen Seite da gehen. Ach Gott, ich sag euch das nicht. Dann ist das aber was anderes, oder? Dann ist das aber ein anderer Bereich. Er sprang rauf, damit er wieder runterspringen konnte. Gell? Also sie in dem Fall. Sag mal, wo bin ich jetzt? Ich nähere mich in einer Spirale immer näher und näher dem Ziel. Bin ich da? Hä? Verkehrt? Muss ich da rum? Wo schickst du mich hin? So? So? Ja, ich glaube, da muss ich auf, oder? Ja, genau. Wie ich sagte, dieser riesige Stein. Genau. Und da schauen wir das nächste Mal weiter, meine Lieben. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Jetzt haben wir eh fast 30 Minuten, ja. Weil es ein wunderschöner Spaziergang noch war am Schluss, die letzten 3 Minuten. Ja. Das war vielleicht das Highlight von dem Part. Weiß ich nicht. Okay, gut, dann macht es gut. Das nächste Mal würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt Kena auf der PlayStation 5. Dieses wunderbare, wundersame Spielchen. Gut, baba, tschüss und bis zum nächsten Mal.